wieder mal einen Aufzug. Jo. Ja, fehlt ja nur Aufzugmusik. Genau so. So schön war die Musik nur auch nicht, dass du runterspringen musst. Und Jessa, ihr könntet Zwillinge sein. Nee, dafür ist ihr Gesicht noch zu hübsch. Ich hab mich nur gerade Jessa angucken wollen und ja, dann hänge noch im Aufzug. Keine Sorge, ich wollte erstmal auf hier. Bitte mitmachen, lass mir was über. So, jetzt aber. Wir dürfen ja eh bald beim General sein. Ist das dann eigentlich, dass Jessa jetzt auch eine Inquisitorin ist? Ja. Oh. Zumindest eine Attentäterin. Okay. Lichtschwert mal besorgen, das Gold passt nicht wirklich. Das ist nicht so doll. Immer langsam. Ihr habt die ganzen Soldaten. Wir sind keine Kämpfer, nur einfache Bergarbeiter und obendrein nur Angeheuerte. Wo ist General Fräker? Er ist der Aufseher, aber er packt nicht selbst mit an. War seit Wochen nicht mehr da. Werdet ihr ihn töten? Warum seid ihr so neugierig? Hey, ich bin nicht auf Ärger aus. Glaubt mir, die Bezahlung der Republik ist zu schlecht, um mich euch in den Weg zu stellen. Wenn ich den stillen Alarm auslöse, kommt Fräker mit seiner persönlichen Wache hierher. Wenn ihr das wirklich wollt, kann ich ihn herholen. Löst den Alarm aus. Alles klar. Sind doch mal nette Leute. Ja. Bitte, so schon cool erledigt. Der General wird hergerufen. Bitte, lasst uns einfach leben. Euer Nutzen für mich ist erschöpft. Wow. Nein! Listen, ich habe sie in den wohlverdienten Feierabend geschickt. Ja. Als Schichtdischer. Feindgesichtet, Captain. Angriffsmodus 077. Männer, ausschwärmen! 077! Bereit, klingt immer auch besser als K0. Wartet auf den Befehl des Generals! Ihr werdet erkennen, dass meine Elite-Soldaten würdigere Gegner sind als die Wachen und Bergarbeiter, die ihr hier abgeschlachtet habt, Sith. Ich bin General Elaxis Fräker vom Republikanischen Strategiekommando. Euer Vorgehen hier stellt einen Bruch des Vertrags von Coruscant dar. Wir haben das Recht, euch zu töten. Ergebt euch. Ausgezeichnet. Euch habe ich gesucht. Seid vorsichtig, was ihr begehrt, Sith. Es ist wirklich Pech, dass ihr unsere Pläne aufgedeckt habt, aber es macht keinen Unterschied. Die Räder sind bereits in Bewegung. Unsere neue Technologie wird der Republik die waffentechnische Überlegenheit sichern. Und ich bin bereit, mein Leben für die Verteidigung dieser Einrichtung zu geben. Unsere Ziele stimmen überein. Ich bin bereit, euer Leben zu nehmen.
Männer, kämpft bis zum Tod. Ja. Alright. Jetzt habe ich was gut. Echt jetzt? Das war's. Wow. Very underwhelming. Ja. Das soll einer der großen Generäle der Republik gewesen sein. Na gut. Ich war das nur sein Bodydouble. Okay, dann doch lieber erstmal auf Projekt Siantit. Mhm. Die Anlage zerstört sich selbst in 60 Sekunden. Dann renn. Ja. Renn. Holla. Run, Forest, run. Es ging schnell. Okay. Jetzt krieg ich einen Anruf. Lieutenant Pierce? Ich weiß jetzt, wo ich General Minst finde. Ich bin auf dem Weg. Tolle Neuigkeiten. Ich habe auch was. Einen Scout-Bericht. Das Bataillon von General Durant vom Kriegsbund ist unterwegs. Bestimmt will er seine Position sichern. Einige meiner Kameraden vom Tarnkommando sind zurück. Wir hätten dem Bataillon diskret folgen können, um den General zu finden. Was meint ihr damit, wir hätten ihnen folgen können? Moff Hordern hat stattdessen einen Zug ausgesandt. Die Jungs und mich hat er festgesetzt. Seine Streitkräfte greifen soeben Durans Leute an. Er macht all unsere Chancen zunichte. Schaltet Hordern zu diesem Gespräch hinzu. Ich werde mit ihm reden. Mein Sith Lord. Ah, da seid ihr ja. Wie ich sehe, hat Lieutenant Pierce euch schon begrüßt. Ich hatte gehofft, das selbst tun zu können. Darf ich annehmen, dass der Lieutenant euch bereits informiert hat? Dank mir wird General Durants persönliches Bataillon ihn nicht erreichen, wo immer er auch ist. Die Armee des Generals anzugreifen war ein voreiliger und dummer Schachzug. Zieht eure Leute jetzt zurück und gestattet Lieutenant Pierce und seinen Männern nach General Durants Hauptquartier zu suchen. Verstanden? Ja, natürlich. Ich werde es sofort in die Wege leiten, mein Sith Lord. Wir finden etwas über Durant heraus, das schwöre ich. Viel Glück mit General Minst. Na, was für eine Überraschung. Boden hat Mist gebaut. No. Was habe ich denn noch erwartet bei einem Typen, der Boden heißt? Einfach einen der Generäle an, ohne Bescheid zu sagen. Na, super. Ja, ich habe ihn jetzt erstmal zusammengefaltet. Boden hat gezeigt, was er mit Sackgesichtern macht. Mhm.
Wie können wir jetzt hier raus? Wenn uns der Zug nicht direkt vor der Nase wegfahren würde. Ist dir langweilig? Ja. Wie kommen Sie denn darauf? Okay, genug getanzt. Der Fahrstuhl ist wieder an. Gleich um die Ecke ist ja wieder deine Daten. Yep, yep, yep. Gut, dann schauen wir doch mal. Aber mittlerweile scheint sich Cams Einstellung zu mir tatsächlich mal geändert zu haben. Na, kannst mal sehen. Ist doch ein ganz lieber eigentlich. Jetzt kommt nicht mehr, ich werde euch zerquetschen, Wurm. Jetzt kommt, ja, meine Gebieterin. Ja. Bald küsst er dir die Füße. Ja, der Padawan, ich erfahre immer mehr über sie. Sie ist ungeduldig, sie will unbedingt stärker werden. Aha. Richtig schön eifrig. Ei. Perfekt zum Überzeugen, dass die dunkle Seite ihr besser liegt. Schön zu hören. Jo. Kann sie dann richtig schön richten. Wollte ich mit Stöckchen holen und Männchen machen? Werde ich machen. Gut, das will ich dann sehen. Ja. Da hinten sehe ich mein Würfelchen. Mhm.
Und, ah ja, jetzt muss ich den Holocron benutzen. Warte, Moment, reden. Plump. Gut. Ja. Brüderchen schwingt wie das Tanzbein. Jetzt tanzt du den Säbeltanz. Das ist ein Tares. Ja. Mittelprächtig. Bisschen zu dunkel, aber ansonsten ist okay. Tja. Sind die ganzen Ruinen. Realer Stützpunkt. Perfekter Ort, um eine Pause zu machen.
auch langsam ein bisschen spät. Jo. Gut. Die Eroberung von Taris geht dann nächstes Mal weiter. Okidoki. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüssi. Tschüss.